Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir haben uns schick gemacht für einen kleinen, aber feinen Maskenball, um diesen Mann aus Sintra zu finden. Mal sehen, vielleicht geht er dann auch mit der Herzogin Henrietta noch ein bisschen was. Mal sehen. Reginaldo Brie ist zurück. So, und dann schauen wir mal, was die Herzogin für uns vorbereitet hat. Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Weiber. Diese Laternen sind verboten. Sieh an. So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Donnerwetter, Geralt. Gar nicht übel. Und eine Maske hast du auch. Wenn auch nicht die, die du haben solltest. Hm? Die der Mandragora-Mitglieder sind etwas anders. Ich habe dir eine mitgebracht. Ach, schade. Ich will doch aber als Wolf gehen. Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Oh, sehr gut. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Ja, war klug von mir, dass es das Spiel für mich gemacht hat. Naja, egal. Schauen wir mal. Wie sollen wir den Cintria finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Mhm. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Oh. Visuelle Illusionen. Interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuvenbrüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Bäh. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Mhm. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon.
Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovir. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Cintria gefunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Teilige dich an der Unterhaltung. Das möchte ich schon gerne mitmachen. Wenn wir schon mal hier sind, bitte machen wir das. Ein Künstler. Sei kepp und zeig uns den Künstler in dir. Kommst du? Jeder kann ein Künstler sein. Komm und wirf mit Farbe. Gute Leute, eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. So was. Wirf Farbung in deinem inneren Künstler. Nun wirf das Mistding schon. Sie müsste in einem der Alkoven sein. Sei willkommen, Hexer. Hä? Sie gehen den Alkoven nach. Was ist denn das jetzt? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ich kann aber auch nicht aufs Inventar zuschalten. Aha. Bitte nicht stören. Eine falsche Bewegung. Ich habe das ist kein Landschaftsbild, du Barbar, sondern die Manifestation der Seele des Mannes. Ich sehe nur blaues Geschmiere. Gelb? Wieso denn gelb? Ist doch klar. Es repräsentiert Sünde in Reinform. Wenn du die Farben leitest, wirf sie in den Eimer und nimm dir eine andere Palette. Okay. Bitte nicht stören. Eine falsche Bewegung und all die gemeinsame Anstrengung ist für die Katze. Ja, das ist Kunst. Ja, das wird bestimmt ein Meister. Und das muss hier mitten rein. So. Lila braucht kein Mensch. Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Und es drückt Unachtsamkeit aus. Oh ja, das ist der. Gut gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Was haben wir denn hier? Ich gehe. Oder doch nicht? Hochtrabend? Ich bla bla bla. Avantgarde, Schmavantgarde. Es geht doch nur um zwei Dinge. Kohle. Ein Bühnenstück. Der betörte Hexer. Okay. Wir müssen noch ein bisschen was machen hier. So. Sieh mal, Laternen. Angeblich bringen sie Glück. Gut, probieren wir es aus. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Die sind verboten, wenn es verboten ist. Schau, der Magier. Ich glaube, er zaubert. Tja, mal sehen. Hä? Oh, Alter, das ist echt grenzwertig hier. Sind sie gleichmäßig? Die rechte Manschette gucken. Wie schön. Wie kommt. Oh, hier gibt's. Oh, das ist doch. Das ist keine gewöhnliche Illusion. Der Mann ist ein echter Künstler. Mhm. Beeindruckend.
Oh, setzt euch doch nicht in meinen Weg. Ui, cool. Und du bist sicher, dass es. Absinth, des Künstlers Lieblingsschnaps. Vorsicht, das Zeug hat es in sich. Ich kann so einiges vertragen. Das ist ja ziemlich rührend. Lass uns gehen. Du findest das nur langweilig, weil du dich nicht tust. Scheiß Kunst, das ist es. Sehr cool. So, dann suchen wir mal die Frau als Syndra. Mein Chef schwört es. Und? Hast du... Lass uns in Ruhe. Sicher ist dir klar, dass... Jetzt auch keine Orchidee im Haar. Och, nee. Sind sie gleichmäßig? Die rechte Manschette kommt mir irgendwie... Boah, Alter, das ist ja schon wieder hier. Aber das ist nicht so richtig schön. Das war mit Triss. Auf so einen Ball zu gehen, war schöner. Hier liegt einer rum. Okay, schauen wir mal. Hallo. Nicht stören, kusch, kusch. Hm, das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Syndra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Syndra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Oh. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Ach, ich würde gerne das kaufen. Ich meine, den anderen. Na gut. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rittersport aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen worden. Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Mann, sind die besoffen oder was? So, dann machen wir hier lang. Und wenn er nicht kommt? Der kommt bestimmt. Keine Sorge. Wie kannst du dir das... Okay. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Ich bin... Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Farbschmeißer. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du, Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient.
edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Sehr gut. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Ui. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern. Ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch. Jawohl, gnädige Herrin. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Okay. Schnell nach oben. Na, hier sieht die Anna ganz nett aus, Anna Henrietta. Das muss sie sehen. Oh nein. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Ja. Hat ihr die Kehle durchgeschnitten? So ein Tier! Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Oh Mann. Das geht immer schief. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Wenn ich schon mal hier bin. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getreten. Ja, das heißt, wir haben eine Fußspur. Er muss diese Leiter benutzt haben. Wo ist denn hier eine Leiter? Bin ich denn dumm? Ach, hier. Na dann, Geralt, leider richtig mal nach oben. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Blutflecken. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Was ist denn das hier für ein Drecksack? Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen. Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Sieht kostbar aus, aber deswegen bin ich nicht hier. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da.
Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Mhm. Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintria nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Mach das, Schatz. Kommt. Setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Oh je. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... fiel aus dem Fenster. Genau. Okay. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Mhm. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Mhm. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Oh je, Mine. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Dun Tin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Dun Tin. Ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ardemata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Okay, das klingt vernünftig. Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein... Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Durfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Die ist auch ein bisschen komisch.
Orianna, was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen, dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Oh je. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Oh je. Der Wein, dieser Diebstahl war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes, kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Colbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt, dass er sterben würde, durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Oh je. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast, vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung. Du in Beauclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Eretheim. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Mhm. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht.
Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Urzeiten könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde? Ich kann mich nur auf wenige so sehr verlassen wie auf Regis. Hoffentlich denkt er das auch von mir. Seltsam. Gegensätze scheinen sich wirklich anzuziehen. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl. Okay. Die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Nein. Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Oh, ja. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Okay. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlaff einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlaff ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Oh. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Toll, ein andermal. Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Na klar. Gut. Ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück.
hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Natürlich. Eieieiei. Du hast besondere Freunde. Dieser Detlaff, ein wirklich interessanter Mann. Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich. Traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Mhm. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Muss das sein? Kann ich nicht einfach alleine Leute töten? Ja, das ist doch das Einzige, was ich wirklich kann. So, Sianna, okay. Ziehen wir uns das mal wieder richtig an. So. Dies ist Buclair, kein verlaustes Provinzen. Unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Massaker im Hause Durand de Savarin. Elfenstatuen werden. Hey, hol mal die Stiefel von Treiber. Oh. Dann haben wir das doch. Sehr gut. Schweine, überall Schweine. Schweine, überall Schweine. Ach so, nee, dann. Wenn ich das hier gerade so sehe, dann brauchen wir da ja gar nicht hinfahren. So, dann werden wir mal die Burg angreifen. Laufplätze! Komm, Gaul! So. Der Schlechter von Blaviken wird zum Ritter von Toussaint. Interessant. Komm schon, Plätze. Der Hexer sieht ja gut aus. Natürlich sieht er gut aus. Der ist ja auch Ritter und Hexer und ach, was ich mir noch alles bin. Der Recke der Herzogin. Ha. Muss ich mich eigentlich immer so beleidigen lassen? Langweilig. Finde ich nicht der gut. Alte Victor Monard hat seinen letzten Atemzug getan. Ja, stimmt. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein. Los, los! Der hat sich ja schon wieder ein paar lustige Wege ausgedacht hier. Doch nur ein paar Tropfen Wein. Schon ist es besser. Oh, Wegfindungsstörung.
Mann, Mann, Mann. Alles Gute. So, übers Feld wollen wir fliegen. Das ist geil, die Pferdeausdauer geht überhaupt nicht mehr nach unten. Ich könnte jetzt 80 Rennen am Stück durchgaloppieren. Jo, so. Und ich finde tatsächlich, dass das jetzt eine gute Stelle ist. Wendepunkt. Nebenquest. Speichere das Spiel, ehe du fortfährst. Okay, also ich finde tatsächlich, das ist doch der richtige Punkt, langsamer, um Schluss zu machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.